Jetzt fahren sie wieder. Die Landwirte aus dem Unterallgäu holen ihren Mais ein. Das Unterallgäu ist ja das Maisland im Allgäu und der wird auch gebraucht, denn ein guter Teil davon wird in Biogasanlagen zu Strom. Aber die Fördergelder für diese Biogasanlagen, die laufen so langsam aus und das stellt natürlich die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen. Aber es gibt auch immer neue Ideen und um die geht's heute in Aus dem Unterallgäu und Memmingen. Die Maisernte ist ein Spektakel. Ein Großaufgebot an Erntemaschinen ist ab Mitte September immer auf den Feldern unterwegs und erntet Meter für Meter, Hektar für Hektar. Auch wenn Deutschland im europäischen Vergleich nicht zu den großen Maisproduzenten gehört, in Bayern sind es weit mehr als 400.000 Hektar Land, die mit der energiereichen Futterpflanze bewachsen sind. Auch im Allgäu und besonders hier im Unterallgäu ist der Mais zu Hause. Circa 15.000 Hektar Mais gibt es im nördlichsten Allgäuer Landkreis. Das Unterallgäu ist besonders viehstark. Rund zwei Drittel der geernteten Energiepflanze ist Viehfutter. Ein Drittel wird als Biogas zu Strom. Was vor über 20 Jahren vielen Landwirten ein zweites Standbein sichern konnte, ist für viele inzwischen zur Haupteinnahmequelle geworden. Anton Bitzer aus Haarwangen bei Otto Beuren lebt inzwischen zum größten Teil von der Strom- und Wärmeproduktion seiner Biogasanlage. Wir haben mit Milchviehhaltung angefangen im Dorf, war da also sehr eingeschränkt mit der Erweiterung. Dann kam es also zu dem Schritt, dass wir da raus mal ein zweites Standbein aufgebaut haben. Wir sind dann mit Schweine angefangen, haben dann mit Schweine erweitert. Haben dann im Dorf die Milchviehhaltung aufgegeben. Und dann kam die Biogasgeschichte dazu, allerdings noch ohne das EEG. Wir haben das also aus Pionierding rausgemacht, möchte ich sagen. Wir haben also, das Hauptgrund war seinerzeit, dass die Schweinegülle nicht mehr so geruchsanfällig ist beim Ausbringen. Und dann kam das EEG und dann haben wir erweitert. Durch das Erneuerbare Energiengesetz EEG war es Landwirten wie Anton Bitzer möglich, Strom zu produzieren und damit Geld zu verdienen. Doch das mit dem Geldverdienen ist inzwischen kein Selbstläufer mehr. Die Förderungen, die das EEG gebracht hat, laufen nach und nach aus. Die garantierten Festpreise für Strom gibt es für die ersten 20 Jahre. Bisher bekamen Landwirte 22 Cent pro Kilowattstunde erzeugtem Strom. Die fallen jetzt weg. Unsere Anlage selber hier ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt. Die EEG-Vergütung ist ausgelaufen. Und wir haben an der Ausschreibung teilnehmen müssen. So. Jetzt ist das natürlich deutlich weniger wie bisher. Von den ursprünglich 22 garantierten Cent bleiben nach der Ausschreibung 16 Cent pro Kilowattstunde übrig. Deutlich zu wenig findet auch Stefan Ruile von Renergie Allgäu. Ruile berät Landwirte, die Biogasanlagen betreiben oder betreiben wollen. Die Förderung für Biogasanlagen war und ist gerechtfertigt, muss man ganz klar sagen. In der Energiewende wird zunehmend der Fokus auf die Kosten gelegt und weniger auf die Leistungen, die die Anlagen bringen. Und Biogas hat vielfältige Leistungen, die sie der Gesellschaft bringt und die absolut fördernswert sind. Hier ist zum Beispiel der Klimaschutz ganz klar zu nennen. In Biogasanlagen werden wesentliche Mengen einfach an Gülle vergärt, die CO2 einsparen und zum Klimaschutz beitragen. Seit diesem Jahr laufen die ersten Biogasanlagen aus der Förderung. Der Rückbau hat bereits begonnen, heißt es in Fachmagazinen. Laut dem Fachverband Biogas drohen 250 Stilllegungen. Ein paar Förderungen gibt es aber noch. Aber nur im kleineren Maßstab. Es werden relevant nur noch Kleinanlagen gefördert, die zunehmend auch Gülle vergären. Anlagen, die nachwachsende Rohstoffe im großen Stile vergären, sind die Förderungen derzeit deutlich reduziert worden, dass eigentlich ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb derzeit nicht rentabel ist.
Anton Bitzer und sein Sohn Franz haben rechtzeitig reagiert und zur reinen Stromproduktion Wärmeversorgung mit dazugenommen. Die Abwärme der Biogasanlagen, mit der früher vielleicht der Kuhstall oder teilweise das Wohnhaus geheizt wurde, hat sich vom Abfallprodukt zum eigentlichen Gewinner entwickelt. Wurde das Geld bisher mit dem Verkauf von Strom verdient, ist die Stromproduktion für viele gerade noch kostendeckend. Auch für Familie Bitzer ist die Wärmeversorgung das neue Standbein. Die Biogasgeschichte hat sich entwickeln müssen. Erstmals war es die Stromerzeugung, wo man also verwenden konnte. So, jetzt ist man ja mit den Biogasanlagen nicht im Dorf, sondern außerhalb vom Dorf. Jetzt hat man gar keine Möglichkeit gehabt, Wärme zu verwenden. So, wir haben jetzt eine Gasleitung zum Dorf gebaut und produzieren den Strom und die Wärme am Ortsrand und haben im Ort ein Wärmenetz ausgebaut. Mit dem Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist wird, können theoretisch 3.500 Haushalte versorgt werden. Mit der Wärme, die Anton Bitzer in einem Blockheizkraftwerk und dieser Heizzentrale im Ort erzeugt, versorgt er neben rund 60 Wohnhäusern in Havangen unter anderem auch die Schule, den örtlichen Kindergarten, mehrere Bankfilialen und die Havanger Mehrzweckhalle. Umgerechnet spart die Wärmeversorgung aus seiner Biogasanlage laut Anton Bitzer rund 300.000 Liter Heizöl pro Jahr ein. Etwas weiter nördlich im Unterallgäu, etwa eine halbe Stunde Fahrt von Havangen entfernt, liegt Winterrieden. Auch hier setzt man auf ein örtliches Wärmenetz und auch hier ist es ein Landwirt, der die Initiative ergriffen hat. Norbert Ruhef verlegt derzeit Leitungen für die Wärmeversorgung in seiner Heimatgemeinde. Für den Milchbauern ein Schritt in eine neue Welt. Es war ein sehr großer Schritt, um das zu machen, weil das war jetzt eine Investition, die wir auch nicht gewohnt sind in der Landwirtschaft. Es geht im Millionenbereich rein, das zu investieren. Und ich habe wirklich 2 Tage nicht schlafen können, bevor ich den Auftrag vergeben habe. Und wir haben das jetzt entschlossen und wenn wir gut sind, meine Söhne und ich, dann müssen wir das mit Sicherheit schaffen, dass das in etlichen Jahren dann gewinnbringend läuft. Noch ist es nicht so weit, aber die Arbeiten in Winterrieden laufen auf Hochtouren. Norbert Ruhef hat für seine Wärmeproduktion eine Firma gegründet. Seine Söhne arbeiten mit. Der eine ist gelernter Landwirt, der andere Heizungs- und Lüftungstechniker. Eine ideale Kombination eigentlich. Als Landwirt musst du mutig sein und erfinderisch, sagt Norbert Ruhef. Das war aber unsere Vorfahren schon. Also meine Eltern haben in den 80er Jahren schon mit der Kühlung von der Müll warmes Wasser produziert für unsere Tiere und für unseren Haushalt. Und jetzt ist es wieder soweit. Wir haben jetzt einfach Gas und Strom produziert und die Abwärme haben wir dann nur in unserem Haus, in unseren Stallungen. 2 Nachbarshäuser geheizt und sonst haben wir eigentlich nichts gemacht, haben die Wärme über Holztrocknung noch verwendet. Und das war einfach uns jetzt zu wenig und haben einfach gesagt, dass wir jetzt die Wärme über die Gemeinde an Turn- und Festhalle, Kirche, Pfarrhof, Gaststätten und weitere 62 Häuser derzeit vermarkten möchten. Norbert Ruhefs Biogasanlage liegt unter seinem Hof in Winterrieden. Sie ist nicht so groß wie zum Beispiel die in Havangen. Seine Alternative sind Hackschnitzel. Was das Biogas nicht schafft, wird durch eine Hackschnitzelheizung erledigt. Trotz aller Risikobereitschaft und allem Erfindungsreichtums tut den Bauern der Wegfall der Fördergelder weh. Es fehlen schlichtweg Gelder, mit denen man rechnen konnte. Und das ist nicht nur für die Landwirte schlecht, sondern auch für ihren Beitrag zur Energiewende. Die Förderung, die da ist, muss für die Landwirte auskömmlich sein. Das ist sehr, sehr wichtig, sonst betreiben sie die Biogasanlagen nicht weiter. Und den Biogasanlagenpark, den man in Deutschland jetzt aufgebaut hat, der ist absolut erhaltenswert, weil er aktiv zum Klimaschutz beiträgt. Auch der Fachverband Biogas fürchtet, dass bis 2035 alle Biogasanlagen wieder verschwunden sind, wenn sich politisch nichts ändert. Auch der Bauernverband fordert Nachbesserungen und die Landwirte selbst natürlich auch. Sind sie doch davon ausgegangen, alles richtig zu machen und die Energieerzeugung mit in den Kreislauf der Landwirtschaft einzubinden.
Anton Bitzer ist nach wie vor von der Idee mit Strom und Wärme überzeugt. Für uns gibt es keine bessere Idee, als wie das mit Biogas zu machen, weil die Flächen sind da, wo man die nachwachsenden Rohstoffe produzieren können. Mittlerweile sind wir so, dass wir das nicht nur mit Mais machen, wir machen das mit anderen Pflanzen, mit Silvi oder sonstigen, mit Sudangras oder mit Riesenweizengras. Also wir haben da verschiedene Anbaumöglichkeiten, wo also auch für die Umwelt gut sind. Und darum sage ich, man kann nicht vorbei an Biogas, wenn man die Energiewende schaffen will. Auch in Winterrieden macht man sich Gedanken. Norbert Rueff ist überzeugt von seinem Strom-Wärme-Konzept. Seine zukünftigen Kunden bekommen rund um die Uhr Wärme, brauchen keine eigene Heizung, keinen Schornsteinfeger und das alles mit grüner Energie. Und Biogas ist für ihn ein wichtiger Teil dieser Idee, für ihn unverzichtbar. Ich glaube mit Sicherheit, dass das ein Fehler war, dass man die Biogasanlage jetzt einfach eher auch durch den Dreck zieht. Also ich finde das nicht okay, weil das Biogas ist eigentlich die einzige Energiequelle, die man speichern kann und die einfach gleichmäßig immer Strom bringt. Wenn wir so Tage wie heute sehen, da ist der PV-Strom ziemlich niedrig und der Biogasmotor, den hört man im Hintergrund, der läuft eigentlich ständig. Und wenn man jetzt einen so schnellen Atomausstieg, einen Kohleausstieg, wie bei uns das beschlossen hat, wegnimmt und dann jetzt auch noch Biogasen, wo einfach die Grundlaststrom ist und der Grundlaststrom fällt bei uns, das fordert auch der Bezug vom Billigstrom, Atomstrom aus Ländern, wo die Atomkraftwerke auf jeden Fall nicht so sicher sind wie bei uns. Und das finde ich für einen fatalen Fehler, was da die Politik gemacht hat. Auch der Verein Rennergie Allgäu sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, etwas an der niedrigen Einspeisevergütung für Biogas zu ändern. Wir möchten hin zur Energiewende von 100% und haben da enormen Nachholbedarf in den letzten Jahren. Und auch im Biogasbereich muss sich weiter was tun. Es darf nicht nur auf die Kosten geschaut werden, sondern wie gesagt vor allem auch auf die Leistungen, die die Biogasanlagen bringen können und welchen Beitrag sie da zur Energiewende leisten können. Und wir sind da politisch aktiv, dass genau diese Leistungen weiter für die Landwirte honoriert werden, dass eine Bürgerenergiewende von unten gelingen kann. So sehen das natürlich auch Norbert Ruhle und Anton Bitzer und viele andere Landwirte mehr, die sich mit Biogas ein zweites Standbein schaffen wollen und kräftig investiert haben und noch immer investieren. Welche Rolle Strom aus Biogas im Energiemix künftig spielen soll, ist eine rein politische Entscheidung. Eine Entscheidung, die auch über die Zukunft vieler Landwirte im Unterallgäu entscheidet. Und das war aus dem Unterallgäu und Memmingen für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.